So, dann der Stelle, moin Leute, was geht, euer Julian hier. Und ja, meine lieben Freunde, wie viele wissen, bin ich ja Magdeburg-Fan. Und da kam auch öfter schon die Frage, Julian, wie bist du Magdeburg-Fan geworden? Was passiert oder was ist der Grund? Und diese Frage werde ich heute mal beantworten. Ja, Leute, wir schreiben das Jahr 2022. Und ja, mein Vater hat mich damals eingeladen zum Spiel SFC Magdeburg gegen Fortuna Köln. Wir sind dann nach Magdeburg gefahren, ich war mies aufgeregt, wusste nicht, was jetzt hier auf mich zukommt, wie das Ganze wird und auch generell. Und ja, wir sind dann ins Stadion rein, haben uns noch was zu essen, trinken geholt und sind dann in unserem Block. Mein Deutsch kackt ab, ne? Man kennt's. Und ja, was soll ich sagen? Ich stande so da. WTF, was geht hier ab? Also wirklich, das Stadion war unglaublich schön. Am meisten, wo ich noch das erste Mal gesehen habe. Heutzutage hat man sich so langsam dran gewöhnt, aber das Stadion ist immer noch sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn man das erste Mal da drin ist, denkt man sich so, WTF. Wie groß ist das? Da passen ja fast 30.000 Leute rein, laut Google. Und ja, es war wirklich geisteskrank. Also ich konnte es nicht fassen. Und dann die Ultras, was die dann noch für eine Stimmung gemacht haben, dachte ich mir, ach du heilige Scheiße, wo bist du jetzt gerade hier, ne? Und ja, Lukas Schuler hatte dann in der 5. Minute getroffen und die Fans gingen absolut ab, Leute. Ich schwöre auf alles, also geisteskrank. Checker dann in der 13. Minute, Krempiki dann in der 35. Minute, dann haben wir 3-0 geführt. Alter Falter, also wirklich, es war nochmal richtig laut dann auch und die Fans, die haben sich gedacht, alter Falter, was geht hier ab? Also alle haben sich gefreut, alle waren geil drauf, haben gute Stimmung, gute Laune, genau gesagt, gehabt. Und ja, wir haben das Spiel dann am Ende des Tages mit 4-2 gewonnen. An der Stelle nochmal ein GG, auch wenn das jetzt schon gefühlt 2 Jahre her ist. Ja, also war wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel, die Stimmung war Weltklasse. Und für mich persönlich war das ein Tag, wo ich immer noch nicht drauf klarkam, weil das wirklich krass war. Auch wenn Magdeburg keine Choreo oder keine Pyros gezündet hat. Und ja, trotzdem war es geil. Ja, weil das das erste Mal war und ich bin froh, dass mein Vater mich da mitgenommen hat. Ja, eine Saison später, 1. FC Magdeburg hat es in die 2. Bundesliga geschafft. Ich dachte mir, ey, da musst du jetzt öfter hin. Und ich bin dann wirklich jedes Heimspiel hingefahren, Leute. Jedes Heimspiel war ich fast dabei. Außer wenn ich krank war oder irgendwas hatte und ich konnte einfach nicht ins Stadion, dann bin ich einfach nicht gefahren, weil Gesundheit geht vor. Aber Leute, ich bin fast jedes Heimspiel dabei gewesen. Ja? Und dann habe ich einfach angefangen, diesen Verein zu lieben. Ja? Jetzt habe ich eine Dauerkarte, Leute, mittlerweile. Und bereue es kein bisschen, ja, dass ich mir eine Dauerkarte geholt habe. Weil das lohnt sich, Leute. Vertraut mir, Magdeburg ist ein unglaublich schöner Verein. Jeder da draußen hat seinen Verein. Manche sind Dynamo-Fans, Bayern, Dortmund-Fans und ich bin halt Magdeburg-Fan, ja. Jeder hat seinen Verein und ich bin meinem Vater unglaublich dankbar dafür, dass er mich damals da mitgenommen hat. Also an der Stelle nochmal, Papa, danke, danke. Und ja, ich bin froh, dass er mich mitgenommen hat, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Weil vertraut mir, Leute, das würde ich bis heute noch nicht wissen, wer überhaupt erst jetzt in Magdeburg ist. Also wirklich, ist wirklich so. Krass. Aber Leute, mein Papa hat mich damals mitgenommen und seitdem bin ich ja noch Magdeburg-Fan. Also ich bin hier schon ungefähr 2-3 Jahre Magdeburg-Fan. Und ich habe es kein bisschen bereut, ja, Magdeburg-Fan zu sein. Auch wenn es manchmal nicht ganz leicht ist. Aber Leute, das gehört dazu. Man steht hinter seinem Verein und egal ob in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten, man ist immer bei dem Verein. Ja, so muss es sein. Und so geht es auch weiter, Leute. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch die Frage beantworten. Und an der Stelle, haut rein, euer Julian. Ciao, ciao.